Hallo ihr Lieben, die Faszienkarten für Kinder sind endlich da und die Paula hat gesagt, sie hilft mir heute, euch ein bisschen zu erklären, wie man mit diesen Faszienkarten am besten arbeiten kann. Wir packen sie aus dieser praktischen Packung, haben die in der Hand. Packung kann weg, brauchen wir während unseres Trainings nicht. Und dann seht ihr am Anfang zuallererst mal ein Inhaltsverzeichnis und seht da die verschiedenen Farben, die, wie man auch bei den Karten erkennen kann, durchaus einen Sinn haben. Das unterteilt nämlich einfach die Übung in verschiedene Rubriken. Wie man die Rubriken am besten anordnet, das seht ihr im Vorwort. Das versteht ihr durch das Vorwort. Ganz einfach erklärt, ich würde immer zum Anfang eine Übung aus der Rubrik Grün machen und immer zum Ende eine Übung aus der Rubrik Dunkelgrün machen, weil das Training ganz gut einleitet mit einer konzentrierten Übung, die wir jetzt auch gleich noch vorführen werden. Du freust dich, hoffe ich. Ja. Und mit einer entspannten Übung, die das Training dann ausleitet. Das einfach nur zur vereinfachten Erklärung. Ansonsten geht es aber im Vorwort vor allen Dingen darum, was sind eigentlich Faszien? Weißt du, was Faszien sind? Also auch so eine Art von Pilates, halt nur ein bisschen anders. Art von Pilates, ein bisschen anders. Die Paula kennt auch die Pilates-Karten. Kannst du empfehlen? Pilates-Karten? Ja. Ja, okay. Vielleicht ist das auch ganz gut, wenn man schon mal Pilates gemacht hat. Muss man aber nicht, denn in diesem Vorwort steht erklärt, was die Faszien sind. Und ich würde dir einfach mal kurz erklären, ja, wie man sich das vorstellen kann. Und zwar könntest du dir deinen Körper vorstellen wie eine Orange, wie eine Apfelsine. Der ganze Körper wie eine Apfelsine. Und wenn wir diese Apfelsine schälen, also quasi eigentlich ein bisschen eklig die Haut vom Körper abziehen würden, dann finden wir unter der Haut, sowohl von der Frucht als auch vom Körper, immer noch die ganze Frucht oder immer noch den ganzen Körper. Denn wir haben diese weißen Häutchen außenrum. Bei einer Apfelsine kennt man das ganz gut. Man kann sich sogar den Geruch ein bisschen vorstellen. Ja. Und wenn wir dann diese Apfelsine oder auch den Körper halbieren würden, was wir natürlich nicht in echt tun, aber uns vorstellen, dann merken wir oder sehen wir, dass diese weißen Häutchen immer noch alles verbinden. Und wenn wir dann diese einzelnen Stützchen von der Apfelsine trennen, können wir uns wieder vorstellen, wie wir das auch im Körper machen können. Also zum Beispiel die Muskeln und die Knochen und die Organe unterteilen können, immer gefächert durch diese weißen Wände. Und wenn wir ganz zum Schluss noch bei einer Apfelsine ein Apfelsinenschnitzchen durchschneiden und uns das angucken, dann sehen wir immer noch diese gitterartige Struktur, die geht auch noch durch die Muskeln und die Knochen hindurch. Kannst du dir ein bisschen vorstellen, wie so das im Körper aussieht? Oder stell dir mal vor, du hättest einen Körper, der nur aus Faszien besteht. Nur diese weißen Häute. Was würde dann zum Beispiel mit den Faszien passieren, mit diesen weißen Häuten, wenn ich hüpfe? Richtig, die würden auch genauso mitschwingen. Was würde denn passieren mit diesen weißen Häuten in meinem Körper, wenn ich mich drehe? Die drehen sich mit. Richtig, die drehen sich mit und vielleicht verringen die sich so ein bisschen ineinander, ne? Wie so ein Handtuch, was man ausbringt. Was würde denn passieren, wenn ich zum Beispiel ganz tief in meine weißen Häute atme? Was könnte dann passieren mit diesen Häuten? Vorne, hinten, rechts, links. Hoch, runter. Genau. Genau, dahin, wo ich hinatme. Perfekt. Was würde passieren, noch ein letztes Beispiel, wenn ich gehe? Die gehen mit, genau. Und stell dir vor, was die machen in dem Moment, wo ich mich abschiebe vom Boden, dann federn die so richtig mit. Und das ist einfach das, was wir uns am besten während des ganzen Trainings vorstellen können. Ne, so können wir nämlich die Faszien am besten spüren. Wenn wir uns dieses Bild nicht vorstellen, dann ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, auch wirklich an die Faszien da anzukommen. Das heißt, du willst jetzt deine erste Übung machen. Und die erste Übung haben wir uns ausgesucht, ist die Übung Wasserfall, ganz vorne zu finden. Paula, guck mal, so sieht die aus. Das ist eigentlich wichtig hier für die Kinder immer, dass man sich so ein bisschen vorstellen kann. Auch übrigens zeigen so die blauen Pfeile hier gerade, was die Faszien eigentlich machen. Ne? Ein Heben vielleicht und ein Senken vielleicht. Und die Erwachsenen oder auch die Kinder, wenn sie es zu Hause alleine machen wollen und schon lesen können, können dann auf der Körperrückseite die Übungsanleitung lesen. Das mache ich jetzt gleich für dich. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist immer dieser Punkt
wissenswert unten drunter. Ne, da sind so ein paar Erklärungen, wie ich das eben mit der Orange erklärt habe. Wofür ist das eigentlich gedacht? So, du darfst aufstehen. Wir fangen einfach mal an. Du darfst aufstehen. Ich sag dir, was du tun sollst. Weißt du, was du mal machen kannst? Du kannst dich mal zu mir drehen. Mhm. Dann können die Leute dich nämlich von der Seite ein bisschen mehr sehen. So wie jetzt dieses Kind hier. Ne? Sehen das genauso wie bei dir. Du stehst, die Füße sind leicht geöffnet. Die Schultern sind locker. Die Arme hängen entspannt neben dem Körper. Das ist bei dir sowieso schon alles super. Und die Augen sind geschlossen. Du kannst dich jetzt ganz auf mich verlassen. Atme durch die Nase ein und durch den Mund hörbar und weich wieder aus. Stell dir vor, dass deine Einatmung die Körpervorderseite entlang nach oben fließt, von den Zehen über den Bauch bis zur Stirn. Stell dir vor, dass deine Ausatmung die Körperrückseite entlang nach unten fällt, vom Hinterkopf über die Schultern bis zu den Fersen, wie ein Wasserfall. Spüre, wie deine Körpervorderseite bei jedem Einatemzug länger wird und deine Körperrückseite bei jedem Ausatemzug mehr entspannt. Spitze. Und dann kannst du die Augen wieder öffnen und dich wieder hinsetzen. Jetzt steht hier noch, das bringt's. Was wollen wir eigentlich durch die Übung? Wir schulen das Fasziennetz durch die Atmung, durch die Aufrichtung der Vorderseite und durch die Entspannung der Rückseite. Wann könnte so eine Übung wichtig sein? Für wen ist das wichtig, so eine Übung, wo ich vorne mal lang werde und hinten mal locker lasse? In der Schule. Zum Beispiel, genau, wenn man den ganzen Tag in der Schule gesessen hat, ne? Oder Hausaufgaben, du kennst das viel besser als ich. Ja. Dann ist so eine Übung super. Klasse gemacht. Sollen wir noch eine Übung im Liegen machen? Ja. Wir zeigen euch jetzt gleich noch eine Übung im Liegen. Und hier unsere Übung im Liegen. Das ist die Wippe. Die haben wir uns rausgesucht, weil die ein bisschen mehr Action hat als eben noch unser Wasserfall. Paula, du kannst dich ganz schnell auf den Bauch legen. Das ist nämlich die Ausgangsposition für diese Übung. Die Stirn liegt auf dem Boden. Die Arme liegen locker neben dem Körper. Machst du eh alles richtig. Die Beine sind geschlossen und gestreckt im Moment auch noch. Und dann geht's los. Beug deine Beine und zieh die Füße zum Gesäß heran. Heb deinen Kopf und Oberkörper etwas an und greife mit jeder Hand einen Fuß. Wenn du nicht bis zu den Füßen kommen würdest, könnte man auch nach dem Hosenbein greifen, wenn man eine lange Hose hätte. Aber du brauchst das sowieso nicht. Schieb deine Fußrücken in deine Handflächen, sodass du aussiehst wie eine Wippe und beginne in dieser Position über den Bauch vor und zurück zu wippen. Klasse! Sehr, sehr gut. Löse anschließend die Hände wieder von deinen Füßen und lande in der Ausgangsposition. Das waren auch genau die geschlossenen Beine. Und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß, oder? Ja. Und machen hier noch ein bisschen weiter. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.